So, willkommen zum dritten Teil theoretisch vom Unboxing. Wieder mal, weil der ganze Flur voll stand, ich jetzt schon zwei Teile gemacht habe. Muss ich mal gucken, dass ich die irgendwie zusammenhängend hochlade, drei Tage nacheinander. Jetzt der dritte Teil mit dem größten Paket, was kam von Mr. X, sage ich mal, ne? Möchte unerkannt bleiben. Gleichzeitig habe ich noch was anderes und noch was drittes sogar. Das seht ihr aber jetzt, das möchte ich euch jetzt nämlich zeigen. Das ist was, das wusste ich nicht, das war einfach im Briefkasten. Ich sehe aber den Absender und kann jetzt schon, ich weiß jetzt schon, was es ist und ich finde es richtig toll, dass ich das gekriegt habe, auch wenn ich damit nicht gerechnet habe und auch wenn ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist nämlich vom Maze Master. Falls ihr den Maze Master noch kennt, mein Label, wo ich Musik mache, heißt ja eigentlich No Hirn Records, worunter auch das NAR Battle, also das No Hirn Records Battle Turnier gelaufen ist. 7 oder 8 Jahre lang habe ich mir den Arsch aufgerissen, habe Battles veranstaltet und so, habe selbst das alles geleitet, organisiert, gemanagt, hochgeladen, habe als Juror immer die Hand, die Macht ausgeübt und habe auch in Gasthooks mitgewirkt und hab selbst ja dann auch immer in Battle-Turnieren mitgemacht, alles hin und her, bla bla bla. Auf jeden Fall hat Maze auch gesagt, ohne mich wäre er nix sozusagen, ohne das NAR würde ihn keiner kennen und es macht so viel Spaß, dass er durch das NAR viele Kontakte geknüpft hat und wir auch zusammen immer Musik gemacht haben. Wir sind ja, er ist ja bei No Hirn Records dabei. Er hatte letztens gefragt, dass er macht da eine CD und ob ich Zeit hätte, vielleicht ein Part zu machen für ein Lied. Leider habe ich es nicht geschafft, in der Zeit was fertigzustellen. Er hat die CD fertig gemacht. Maze Master und Marcinho Blast Action Husos. So. Cholerica Musik. Das ist das Tape Blast Action Husos von Maze Master und Marcinho. Machst du auf, fällt gleich raus. Sieht gut aus. Seite A, Seite B. Ach, das ist aber schön. Heißt das, man kann das also rumdrehen? Nee, das ist extra, weil ja am Anfang eine Kassette drauf ist. Und dass ihr seht, dass ihr denkt, ihr könnt die dann umdrehen. Und dann habt ihr noch andere Sachen drauf. Es sind auf jeden Fall hier 20 Lieder. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Hier ist auch eine Tracklist dabei. Bin ich mal gespannt, wenn ich da reinhöre, was mich da erwartet. Ich habe es also nicht geschafft, was zu machen in der kurzen Zeit da. Ich habe immer eh keine Zeit für gar nichts. Schade, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch mit drauf. Trotzdem hat er mir ein Exemplar geschickt, weil er sich bedanken wollte einfach für alles, was überhaupt immer so ist und war. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das, auch wenn man gerade gar keinen Kontakt großartig hat, wenn sich immer so aus den Augen verliert, sich doch nicht aus den Augen verliert, weil er irgendwie doch an einen denkt, ne? Zumindest er denkt an mich, ich denke an gar nichts, ich vergesse nämlich immer alles. Dann habe ich von Pupsis Schwester, kann ich ja schon mal sagen, jetzt gesagt, sie hatte irgendwelche Sachen, die sind ihr zu scharf oder die mag sie nicht oder ob ich das mal testen will bei mir, von Ramses Kitchen oder so, könnte sie mir schicken. Hat er irgendwas eingepackt, ich weiß gar nicht, was es ist, hier steht Dr. Sour Splash, das sind irgendwelche, sieht aus wie Christbaumkugeln für einen Baum. Dr. Sour Splash, also wahrscheinlich irgendwelche sauren Getränke. Irgendwas komisches auf jeden Fall, was bunt aussieht. Sieht eigentlich lustig aus von der Verpackung her. Das soll ich vielleicht mal testen. Und ansonsten haben wir hier irgendwelche Bonbons drin. Auch von Dr. Sauer, Dr. Sauer Watermelon, also Wassermelone Bonbons von Dr. Sauer. Dreimal so und ich sehe auch noch drei rote. So, plus hier Dr. Fire. Dr. Fire Fireballs, also scharfe, richtig scharfe, extrem scharfe Bonbons. Muss ich mir mal angucken. Es gab ja von Dr. Fire auch irgendwie andere Sachen so zum Essen und hat so Süßigkeiten und irgendwie eine Challenge. Ich habe, glaube ich, von Dr. Fire auch noch irgendwas drüben gehabt, was man hätte probieren können. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Jetzt gibt es ja auch noch Bonbons davon. Danke dafür erstmal. Muss ich mal anschauen, wie ich das mache, was ich damit mache. Und ich glaube, ich werde mal mit dem Hannes, das hätte super gepasst für Halloween, ein Süßigkeiten-Tasting. Aber Hannes kommt erst nach Halloween, sonst hätte man gucken können, dass man Süßigkeiten-Tasting macht und sich da extrem saure oder extrem scharfe Kaubonbons und Süßigkeiten reinpresst.
Obwohl, Hannes darf eh nicht so süßes essen. Deswegen, vielleicht mache ich das mit der Mutter am Sonntag. Aber dann kann ich es am Sonntag wahrscheinlich nicht noch hochladen. Ach, ich weiß es nicht. Es ist alles sehr verworren. Außerdem, bis ihr dieses Video seht, ist sowieso schon alles vorbei. Braucht man auch gar nicht drüber reden. Jetzt haben wir hier diesen Riesenkarton, wo ich nicht weiß genau, was drin ist. Wir den versuchen mal irgendwie auszupacken. Legen das mal darüber. Haben hier was und haben hier unten was. Hier sind auch Zettel mit dabei. Wenn ich jetzt hier rankomme. So. Ein Geschenk von C. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Liebe Grüße von die ungenannt bleiben möchte. Hoffe, es gefällt dir trotzdem von C. Warum schreibst du aber dann den Namen einmal ganz drauf? Und nochmal ein Geschenk von C. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Also unbekannt, der Spender Mr. XC, wie wir ihn nennen. Modern Gourmet Foods Air Flavorful Chili Hot Sauces. Das muss ich mir angucken. Ich sehe auf jeden Fall hier einen riesengroßen, brutalen Weihnachtskalender für Katzen. Oh mein Gott, jetzt hat Pupsi einen Katzenkalender besorgt für Advent. Wie immer, wo du aufmachst und da ist so eine kleine Handvoll Trockenfutterzeug drin. Aber das scheint ja wohl viel besser zu sein, weil der ist auf jeden Fall größer, hochwertiger, brutaler und nicht von Zoo Royal. Der ist nämlich von, hat keine Marke, der ist von irgendwas. Und hier steht, gefüllt mit ausgewählten Leckereien und Spielzeugen. Also das ist wirklich was Cooles, ein Spielzeugkalender von Adi mit Katzen, Spielzeug. Steht ja auch drin, was da wohl mit alles dabei ist. Katzenminze-Kissen, Sprungfeder, Katzenminze-Maus, Spielzeugball, Pompompal, Flexiball, Spielzeugmaus, Sisalmaus, Pestkarren, Truthahn, Hering, frisches Huhn und Kartoffeln, Light, Weißfisch, Ocean White Fish and Potato, Pestkarren, Ende und Truthahn und Huhn und Kartoffel, Getreidefrei, Grain-Free, Hühnerherz, gefriergetrocknet und Hühnerbrust. Gefriergetrocknet, kühl und trocken lagern, außer Reichweite von Kindern und Katzen aufbewahren. Für alle Katzenrassen geeignet, für alle Snacks gilt Leckerlis ohne Zusatz von glutenhaltigen Getreide, Zucker, Weizen und Getreide. Wie viel Getreide denn noch? Künstliche Farbe und Geschmacksstoffe hergestellt in der EU. So, die stellen also die Farbstoffe in der EU her. Das ist aber schön, da weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll, weil Adi hat ja jetzt eigentlich zwei Adventskalender. Der wird noch gierig. Ah, die Schatz. Und dann ist er nicht mehr hier zum Auspacken. Wie soll ich das machen? Ich habe doch normalerweise immer ihn frühs mit reingenommen. Ich habe meinen Bierkalender aufgemacht. Er hat seinen Snackkalender aufgekriegt. Und jetzt, in letzter Zeit, der geht nicht mehr mit ins Bad. Auch wenn du ihn rufst, der kommt nicht, der hört nicht. Der hat irgendwie andere Interessen entwickelt. Ist wahrscheinlich jetzt wieder zu cool geworden. Noch ein Karton. Hier ein Food Truck mit Soßen. Das ist sehr cool. Ich habe letztens mit Hannes irgendwie so eine Challenge gemacht, so eine Soßen-Challenge. Thank you, thoughtfully, our promise. Das kann ich mir auch wieder irgendwo hinstellen oder hinlegen oder was anderes machen. Und hier habt ihr jetzt einen kleinen Food Truck, ja. Hot Sauce Sampler. Oh, guck mal, die Räder hier. Die Räder von dem Auto, da ist extra so Schaumstoff und auch hier ist Schaumstoff, sodass du das einfach so hinstellen kannst und das so hält. Sieht auf jeden Fall genial aus. Steht auf Deutsch, ihre Geschmacksknospen reißen weit, wenn sie die Aromen dieser scharfen Soßen kennenlernen. Wählen sie aus vier vorigen Geschmacksrichtungen. Vier Soßen. Hier steht Killer Ted's South of the Border Hot Sauce. Wir haben Bulldog Burgers Jalapeno Pepper. Wir haben Chinese Noodle Card Garlic Pepper. Und wir haben Fresh Farms Mild Habanero. Add a dash of flavor with these foodie fines hot sauce. 4-Pack-Sampler. Nochmal vier scharfe Soßen im Auto zum Hinstellen. Ist jetzt nicht viel, aber ich hoffe, die schmecken. Und ich hoffe, die haben es in sich. Es steht hier leider jetzt keine Schärfeangabe drauf. Hier hinten glaube ich auch nicht, oder? Nö, da stehen die Inhaltsstoffe einfach nur 24%. Naja,
Müssen wir mal gucken. Testen wir uns bestimmt auch mal durch. Wenn der Hannes also kommt am 5.11. für Wrestling und für die anderen Chilis, da werden wir auch mal diese Soßen testen. Dankeschön auf jeden Fall C für dieses Geschenk, für diese Gabe. Ich finde das toll, auch in dieser Aufmachung. Da bin ich gespannt, was das wird. Das war's schon wieder von meiner Seite aus. Ich tue immer mal Sachen in meine Wunschliste reinpacken, wen das interessiert oder wer es sagt, auch ich möchte ja auch mal gerne Freude machen, ich möchte auch gerne mal was zuschicken, ich weiß immer nicht was. Ihr könnt gerne immer mal in die Wunschliste gucken, die ist in der Beschreibung immer angepinnt, verlinkt, sonst was, oder wenn ihr mal danach fragt im Stream, kann man die auch posten, da tue ich immer mal Sachen rein, die mir gerade so ins Auge fliegen, für später. Meistens gibt es keinen später, weil es dann schon irgendjemand immer gekauft hat. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und gerade sowas hier führt ja dazu, dass es dann wieder ein Video darüber gibt und ihr wieder was zu gucken habt und gute Unterhaltung. Deswegen finde ich das toll, dass das alles so einen Kreis macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich gehe jetzt Christbaum schmucken, guck.